Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Ich habe jetzt in eine Lösung geguckt, weil ich echt nicht weitergekommen bin und mir ist nicht aufgefallen, dass man hier wirklich drauf achten muss, auf das, was an der Wand steht. Und hier steht, welche Räder wir bei der Wasserzufuhr aufdrehen müssen. Und zwar das zweite und das vierte von dieser Seite aus gesehen. Also, ich hätte es durchaus probieren sicher hinbekommen können. Es hätte halt nur länger gedauert und ich wäre mir nicht sicher gewesen, ob das wirklich Sinn der Sache ist. Okay, dann versuchen wir jetzt da mal rüber zu kommen. Nein, das war ganz knapp, hat nicht funktioniert. Ach ja, und ich bin fast tot, weil ich irgendwo noch mal runtergefallen bin bei meinen Erkundungstouren, die eh nichts genutzt haben. Okay, also jetzt müssen wir mal gucken, welche wir schon abgestellt haben. Du bist aus. Das ist gut. Was ist mit dir? Du bist an. Auch gut. Ich glaube, dann müssen wir dich hier noch ausstellen. Kann das sein? Ich hoffe, das passt jetzt. Ja. Und es geht eine Tür auf. Das ist wundervoll. Die Tür oben ist jetzt auf. Und dann können wir endlich weitermachen. Sorry, dass ich euch 2 Folgen lang so auf die Folter gespannt habe. Das war ja wirklich nicht nett von mir. Ja, bleibe ich bei den Pistolen. Ich bleibe erstmal dabei. So, hier ist jetzt ein Hebel. Ziehe ich den sofort? Ja, ich glaube schon. Ist hier hinten noch irgendwie ein Goodie? Nee. Okay, dann fangen die hier an, irgendwas zu machen. Okay. Was machen die denn jetzt? Das ist die große Preisfrage. Was machen die jetzt? Bewirken die vielleicht, dass ich. Ich dachte, ich höre schon wieder jemanden, aber es war das Radio. Bewirken die vielleicht, dass ich jetzt zu. Nein. Zu den Wölfen komme? Ich weiß nicht. Was. Oder es hat halt wirklich noch was mit dem Wassertank zu tun. Oh Gott. Hi. Okay, hier ist offen. Ja, schön. Schön, kommt her. Oder sind die da hinten auch gefangen? Ja, ne? Ach, das ist ja wunderbar. Wenn die gefangen sind, dann geht's mir gut. Hier ist noch ein Schalter, genau. Oh Gott. Tja. Ach, weg hier. Ach so, ich habe noch Schuss. Jetzt nicht mehr. Okay, Shotgun. Ja, Shotgun. Nehmen wir mal die Shotgun für den kleinen süßen Wolf. Okidoki. So, ist hier auch noch so ein lustiger, ja, so ein lustiger Schalter. Tür geht auf. Ich nehme noch ein kleines Medipack, nur zur Sicherheit. Und? Hier sind überall nur Hunde. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also was heißt Hunde, Wölfe, ne? Und hier ist noch Muni. Und oh, da ist ein Schlüssel. Ach, wunderbar. Okay, das ist jetzt Gate Control Key. Ja, benutze ich den jetzt da, wo die Karte war? Hey, du kriegst von mir die volle Ladung Uzis. Ey, wieso habe ich den mit den Uzis nicht bekommen gerade? Okay.
Das war's denn wohl hier. Hat er vielleicht noch irgendwas verloren? Wo ist er denn da? Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wir haben schon mal einen Schlüssel. Das ist sehr gut. Ging es da noch irgendwie weiter nach oben? Nee, ne? Nee, das ist nur ein anderes Panel. Okay. Dann kommen wir jetzt ja hoffentlich weiter. Gehe ich jetzt. Ach nee, ich gehe hier zurück. Genau. Dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mit dem Boot schon weiterfahren können. Weil es sah ja eigentlich so aus, als bräuchte ich da eine Karte und keinen Schlüssel. Und als bräuchten wir einen Schlüssel bei der Hütte ganz vorne. Aber das Tor wird da doch nicht kontrolliert, oder? Naja, vielleicht ja schon. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal zurück und schauen uns das Ganze an. So, also. Ganzen Weg wieder zurück. Und wehe, du fällst jetzt ins Wasser oder so ein Scheiß, Lara. Dann bin ich nicht mehr deine Freundin. Ich weiß nicht, warum ich links um die Kurven immer besser komme als rechts. Weil wenn ich jetzt einfach nach rechts drücke, passiert irgendwie nichts. Naja. So. Jetzt haben wir es ja schon mal hier rüber geschafft. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal rein und gucke, ob ich hier den Schlüssel jetzt benutzen kann oder. Ja, ich glaube es fast nicht, ne? Oder? Wobei. Ah, okay, funktioniert. Ach, sehr schön. Das ist wunderbar. Dann sollte ich jetzt auch vorsichtig sein, vielleicht mal speichern. Und ja, genau. Und ins Bötchen steigen. Aber schnell bitte. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil mein Wecker losging. So, einmal da lang und hier drunter durch. Woo! Neues Gebiet, neue Gegner. Soll ich hier aussteigen? Ich habe keine Ahnung. Nein? Gibt's hier irgendwas? Also was Tolles? Man weiß es nicht. Ich fahre erstmal weiter. Oder? Steig mal aus. Steig mal aus, meine Liebe. Wenn du möchtest, natürlich nur. Danke. Kann ich da auch hin? So genau. Und jetzt die Muni mitnehmen. Das wäre auch sehr gut. Ja, soll ich nicht doch nochmal da hinten zurück? Vielleicht sollte ich das. Ich habe eigentlich keine Lust. Ich möchte jetzt weiterkommen. Weiter voraus. Volle Kraft voraus. So, ist hier jetzt Ende? Fahr mal ein bisschen zurück. Ist hier jetzt ernsthaft Ende im Gelände? Ja. Okay, dann geht's wohl hier weiter. Ah, okay. Hallo. Du schießt noch nicht auf mich, oder? Okay. Ich nehme mal noch kein Medipack. Denn es kommt ja noch einer, ne? Es kommt gleich noch einer und ich kann mal die Shotgun nehmen. Mit zwei Schuss müsste der ja dann auch fertig sein. Oh. Okay, wo geht's da lang? Ich will da noch nicht runter. Ja, das ist jetzt blöd.
Okay. Super. Das hat doch gut funktioniert. Ja, gucken wir uns mal die Hütte hier an. Reiß die Hütte ab. Kann ich denn da rein? Muss die Hütte. Hi, come in. Make yourself at home. I won't be a minute. At home? I've just met a man who may as well have been Brundlefly. Fascinating, isn't it? He was your own employee. He was a molecular biologist. He'd have been intrigued with himself. Thanks to this material, his Hox genes were multiplied. Do that, and the complexities of our bodies increase beyond our comprehension. But this is just the fringe of its possibilities we're seeing here. My pal's exposure came from the material impregnated into the meteorite crater. The real capacities lie in its core, which these artifacts you're so attached to will let me access. But you've no control over this. This is not just about avidly spawning mutants. It's an entirely natural acceleration of evolution, a real live laboratory of spurred on life. Not everyone here wants to be guinea pigs, multi-appendaged or not. Well, that's unfortunate. It's been hit and miss here for too long. Now the timing's spot on. I can't leave it. The Polynesians fled in their ignorance. Darwin's half-wit sailors the same, ironically making Darwin himself miss this angle on evolution. But now, I'm here. I have the access, the knowledge, the artifacts. Yes, but you bumped into me in India and sent me to find them for you, bringing me here. Listen to this gibberish. Your perception of good timing is bad. I don't know about that. Wow, okay, sie fährt da jetzt einfach auf dem Aufzug mit, aber erwischt den Kerl dann hoffentlich noch. Okay, wie geht's weiter? Okay, wir sind jetzt auf dem Aufzug, wie es scheint. Speicher mal hier. So. Wo komme ich jetzt weiter? Ah, da. Okay, natürlich ist hier auch so ein Weg, den wir nehmen können. Auch im Aufzugsschacht. Ist ja klar. Oh oh. Da geht eine Tür auf. Da kommt bestimmt jemand her. Aber ich habe eh keine bessere Waffe. Deswegen bleiben wir bei den Pistolen. Hallo? Jemand da? Hallo? Boah, was geht denn hier ab mit den Türen? Ist das so ein Labyrinth? Es wäre lustig, aber auch ganz schön mies. Es ist bestimmt ein Labyrinth, ne? Dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier bleibe, die Tür wieder zugeht, vielleicht. Die da hinten geht zu, okay. Und die hier? Bleibt die immer offen? Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, du gehst auf. Gehe ich hier hin? Warte mal, dass die Tür zugeht. Oder geht die erst zu, wenn ich zur nächsten renne? Die geht auf, okay. Die ist immer noch auf. Ja, blöd. Dann kann ich ja gar nicht zurück. Wobei ich. Nee, hier hatte ich es auch nicht hinbekommen, ne? Was ist, wenn ich jetzt zurückgehe?
Ist die denn hier zu? Ja, ja. Ich bin so schlau. Oder komme ich jetzt wieder genau an dieselbe Stelle? Dann bin ich wiederum nicht sehr schlau. Okay, ich bin wieder an derselben Stelle. Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin nicht sehr schlau. Und hier kann man überall auch nicht rein oder so. Okay. Aber dann gibt es irgendeine andere Stelle, wo das auch noch so ist mit der Tür. Ziemlich sicher. In die andere Richtung kann ich ja erstmal nicht gehen. So, okay. Wir probieren das jetzt einfach bei allen Türen aus. Du hier bist offen. Dann gehe ich hier hin. Aua. Dann geht die nächste auf. Dann gehe ich wieder zurück. Aber hier ist nichts. Okay. Dann machen wir das bei dieser Tür nochmal so. Wobei, da bin ich dann ja auf der falschen Seite. Oder? Warte mal. Hier geht jetzt irgendwo eine Tür auf oder zu. Die nächste muss ja jetzt zu sein. Okay, und hier geht's weiter. Ja, das sieht schon besser aus. Mhm. Das sieht gut aus. Okay, dreh dich mal um. Gut, und lass dich runter. Oh. Shit. Verdammt. Das war nicht gut. Nein, andere Richtung. Ich sehe gar nicht, wo bei ihr vorne und wo hinten ist. Wobei man das bei Lara ja eigentlich ziemlich deutlich sehen sollte. So, also nochmal. Die Tür ist es nicht. Die hier ist es nicht, genau. Und die nächste Tür ist es. Das heißt, ich gehe hier noch eine weiter. Und dann gehe ich zurück. Ich hoffe, das war richtig. Genau, auf jeden Fall ist es nach dem langen Gang gewesen. Das sieht gut aus. Okay. So, nochmal. Jetzt nicht denselben Fehler wieder machen. Das wäre nämlich herzlich dämlich. So, so. Ganz vorsichtig. Und nach hinten und dann bitte runterklettern. Aber was zischt da unten so? Ich hoffe, keine Schlangen. Nee, es klingt nicht wie Schlangen. Ach, das sind diese Mutanten, von denen der Kerl geredet hat, die mit dem giftigen Atem. Oh nein, ich hasse Leute mit giftigem Atem. Ihr nicht auch? Das ist immer so nervig. So, ich nehme erstmal die Muni. Kann ich den hier erledigen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Es sind sogar zwei. Oh Gott. Ach Gottchen, da kommt einer von den Leuten und tötet die. Ach du Scheiße. Und die, das sind Menschen, an denen experimentiert wurde. Habe ich das richtig verstanden? Ey, du Scheißkerl. Geh bloß weg. Das ist echt heftig. Okay, da geht jetzt was auf. Pass mal auf, aber war nicht hier noch irgendwas? Nee, ach so, da ist nur eine Lampe. Okay. Ja, dann gehe ich hier rein und gehe wahrscheinlich gleich zu dem Typen und laufe ihm in die Arme, oder? Ja. Ich nehme die hier. War das jetzt so richtig, dass ich den fertig gemacht habe? Ich glaube schon. Ich glaube, das sind meine Feinde.
weil sie den armen Menschen hier das angetan haben. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne das konkret zu wissen. Wieso ist das in der Eislandschaft? Können die nur in der Eislandschaft leben? Oder ist es, ich hätte gedacht, es ist einfach, weil der Ort hier so gut ist, so isoliert. Da unten war doch gerade jemand, ja. Die blöden Mutanten, die auch irgendwie keine Beine mehr haben. So, und jetzt sind wir halt in einem mega großen Raum. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Das hier ist wohl eine Tür. Ah, ich habe meine Crowbar, doch. Nein, nein, ich habe meine Crowbar nicht mehr. Och, verdammt, muss ich mir meine Ausrüstung erst wieder zurückholen, beziehungsweise meine Gegenstände. Da fährt was. Ich glaube, wir können später auch noch mit der Lore fahren. Das wird mega nice. Das wird echt mega nice. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, mein Mutant. Kann ich da jetzt schon rein? Das wäre ja so nice. Sie fährt da echt mit. Ah, und so kann ich irgendwie. So kann ich irgendwie jemanden schlagen? Kann ich damit die ganzen Mutanten. Aua. Aua, das tut ja weh. Kann sie sich. Wie kann ich mich denn setzen? Ach, jetzt fahre ich geradeaus. Oh Gott. Jetzt bremse ich. Okay. Und da war sie tot. Aha, das ist aber interessant. Muss ich erst nochmal lernen, die ganze Steuerung. Das wird echt interessant. So, hier kannst du erstmal hoch. Wir gehen erstmal nach oben und. Hallo? Okay, da kann sie gar nicht hoch. Das sah aber voll so aus. Wow. Muss ich echt gucken, wo ich mit dieser Lore langfahren kann. Das wird auch so ein Trial-and-Error-Ding. Aber es sieht echt so aus, als müsste ich damit anfangen, ne? Als müsste ich das jetzt machen. Geh mal schnell nach oben, sonst kriegt er dich. Ja, das war so klar, das war so klar. Ach, verdammt. Und ich habe nur noch große Medipacks. Das ist voll die Verschwendung. So, wir steigen jetzt nochmal ein. Oh Gott. So, wie setzt sie sich denn bitte hin? Weil, ah, so, ne? Genau. Okay, so sitzt du. Dann bleib mal sitzen. Genau, bleib mal sitzen. Danke. Und jetzt. Ah, nein! Oh nein! Nein! Jetzt. Oh! Jetzt sterbe ich doch wieder. Okay, da stirbt sie so oder so, weil sie nicht zurück kann. Ich möchte die Weiche umstellen. Es erfordert anscheinend präzises Zeitmanagement. Ja, komm, den holst du dir später. Kann ich denn? So, da fährt sie nur mit der Lore rein. Oh Gott. Ich kann hier rein. Okay, oh hi. Gott, ey. Immer diese Mutanten. So, muss ich mir das hier auch angucken? Nee, ne? Das ist ein bisschen zu verschwommen, als dass ich da was erkennen würde. So, der Kerl hat ja bestimmt nichts mehr. Ist hier hinten noch etwas? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann drücken wir aber den Schalter. Aha. Was hat das jetzt gebracht? Anderes Licht oder überhaupt Licht oder Strom angeschaltet? Ich weiß nicht, aber hier drin ist ja.
Ist ja sonst nichts anderes. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge probieren wir das mit der Lore nochmal aus. Ich kann es ja jetzt nochmal ausprobieren. Bestimmt sterbe ich sowieso, weil ich keine Ahnung habe, wie die Strecke ist und was da alles zu beachten ist. Ach, und kann ich auch in die verschiedenen Richtungen fahren, je nachdem, wie ich einsteige? Nee, oder? Gott, ich sehe nichts. Oh Gott, aber es kommt so eine Ansicht. Das kann nichts Gutes bedeuten, oder? Ja. Oh Gott. Ja, bleib sitzen, bleib sitzen. Oh Gott, bleib sitzen, bleib bloß sitzen. Hä? Okay, wo komme ich jetzt rein? Und wie halte ich an? Wie halte ich an? Ah, so halt. Aha, okay. Krasse Sache. Jetzt bin ich ganz woanders. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach funktioniert, aber okay. In der nächsten Folge gucken wir uns das Ganze hier an. Ich bin begeistert. Das wird bestimmt cool und neue Schauplätze finde ich sowieso toll. Und mit der Lore fahren ist Bombe. Also, das macht mir auch mit Lara total viel Spaß. In der nächsten Folge gucken wir uns weiter um. Bis dann.